Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Action-Haul für dich. Ich war eben beim Action, denn es ist Samstag und ich hatte etwas Zeit und ich bin etwas eskaliert. Also wenn ich so um mich herum schaue, ich habe zwei große Action-Tüten voll mit Sachen geholt. Ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, denn es ist so unheimlich viel. Ja, ich fange einfach mal so bei, keine Ahnung, Haushalt an. Mein Freund hatte mir letztens bei meinem DM-Haul gesagt, bei meinem DM-Einkauf gesagt, ich sollte einen Allzweckreiniger kaufen. Zum Sprühen habe ich da nicht wirklich gefunden, sondern nur so einen Küchenreiniger. Jetzt beim Action habe ich einen gefunden. Das ist ein Superfin Multi-Surface Cleaner. Und da habe ich mir gedacht, den nimmst du mal mit. Dann habe ich noch mitgenommen von Priel Exotic Splash, ein ganz normales Spülmittel und das riecht unfassbar gut. Also wirklich, das hat einen ziemlich coolen Öffner, also das zum Umklappen finde ich sehr praktisch. Ja, und das riecht wirklich schön fruchtig. Oh, ja, richtig gut. Ja, dann habe ich mir was hier für den Hintergrund mitgenommen und zwar einmal so einen kleinen Osterhasen. Die fand ich, ach, das war einfach süß, ne? Stelle ich jetzt auch mal direkt hinten hin. Und noch zwei Blumis, die fand ich auch total schön. Also, ne, die sind halt auch so Dekomaterial. Also, ich weiß nicht, Keramik wahrscheinlich und dann so ein bisschen bunt beschichtet, aber ich fand die ganz schön. So, Hintergrund ist Osterfresh. Dann habe ich eine Duftkerze mitgenommen von Airwick. Das ist die Duftrichtung Sommerbrise. Wobei ich finde, dass die mehr nach Vanille riecht. Ne? Da sind ja auch Vanilleblumen drauf. Ja, aber schon so ein Hauch mit Blumen mit dabei. Aber ja, ich fand die ganz cool. Und ja, das war die mir am meisten da gefallen hat. Und Duftkerzen müssen irgendwie generell einfach mal mit. Zwei USB-Ladekabel und die haben irgendwie 2,5 Meter Länge, glaube ich. Ja, 2,5 Meter. Die fand ich ganz gut. Einmal für mich und einmal für meinen Freund, dass wir die auch unterscheiden können und die dann halt beim Bett uns dran machen können, wie auch immer. Und dann halt über Nacht die Handys geladen werden können. Und ja, da bin ich einfach mal gespannt. Ich hoffe, dass es funktioniert. Das letzte Mal bei der Postenbörse habe ich mich ja leider vergriffen und hatte dann quasi einen falschen Anschluss. Und das steht hier drauf, es ist Micro-USB. Also eigentlich müsste das funktionieren. Ganz langweilig. Ich habe so Zip-Beutel mitgenommen. Action ist ja ein Markt, der kommt ja eigentlich aus Holland, glaube ich. Deswegen habe ich auch gleich noch ein paar holländische Süßigkeiten. Und deswegen steht das auch immer hauptsächlich auf Holländisch erstmal drauf. Ja, das sind einfach so 3-Liter-Beutel und ich denke, da kriegt man gut was rein. Und ja, die kannst du doch für alles nehmen, ne? Wenn du irgendwie einen Eintopf einfrierst oder irgendwie einen Schnitzel oder so. Oder wenn du Fleisch über hast oder so, kannst du alles schön einfrieren und dann in diesen Zip-Beuteln. Das ist einfach unfassbar praktisch und auch platzsparend. Sonst quillt die Gefriertruhe irgendwann aus allen Nähten. Das will man ja auch nicht. Dann habe ich noch mitgenommen so kleine Bonbongläser und davon habe ich tatsächlich 4 Stück mitgenommen, denn ich habe ja so ziemlich in einem Monat Geburtstag und werde 30 und dann wollte ich halt so eine Gartenparty machen. Ja, dafür habe ich dann auch noch ein paar andere Sachen, die ich dir gleich zeigen werde. Und so Bonbongläser, ne, da hast du so einen Deckel. Das ist dann super bei einer Gartenparty, wenn du Fliegen oder sowas oder Bienen oder so in der Nähe hast. Unser Nachbar ist nämlich Hobbyimker und wenn dann seine Bienen rüberkommen, dann gehen die nicht bei den Sachen bei, wenn man da halt einen Deckel drauf hat. Das ist auch halt sehr praktisch. So, dann habe ich noch was für die Arbeit mitgenommen. Und zwar 2 Schälchen. Ich habe eigentlich auch schon ein Schälchen auf der Arbeit stehen. Aber wie das immer so ist, wenn ich sie gerade brauche, sind sie weg. Weil die toll sind und dann halt auch tatsächlich meine Kolleginnen und Kollegen das total super finden, dass wir solche Schälchen haben. Und jetzt habe ich einfach nochmal 2 Stück mitgenommen. Die kosten ja nicht viel. Ich glaube 64 Cent oder so haben die jetzt gekostet. Und da kannst du dir halt super ein Müsli oder, keine Ahnung, einen Salat mal drin machen, ne? Es ist ganz praktisch. Dann habe ich hier auch noch so Topfschwämme mitgenommen. Ist nichts Spektakuläres. Das sind halt die ganz günstigen für unter einem Euro. Die gehen halt immer und die braucht man immer. Was nehme ich jetzt? Jetzt nehme ich Food. Holländisches Unternehmen, ne? Habe ich ein paar Strohpfaffeln mitgenommen. Strohpfaffeln liebt mein Freund und da wollte ich ihm einfach eine Freude machen. Und da ich ihm ja keine Kosmetik und Pflege mehr holen soll, habe ich jetzt Strohpfaffeln geholt. Ja, tue ich was gegen seine Figur. Und das ist mit Karamell. Oh, no. Die sind quietschsüß, aber super lecker. Kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr mal bei Action seid. Nehmt die mal mit. Die sind super geil. Eine Dose Quality Street habe ich mitgenommen, denn die Mar von meinem Freund, beziehungsweise meine
Schwiegermama ins B, ist 60 geworden und das hat man dann auch so als kleines Mitbringsel oder zu Ostern oder zum Muttertag, wobei ich da eigentlich auch schon andere Sachen für sie habe. Ja, und zum Geburtstag haben wir eigentlich auch ein anderes Geschenk, aber damit man halt nicht so, ne, weil wir kommen dann zusammen mit der Schwester von meinem Freund dahin und die hat das Geschenk besorgt und dann kommt man nicht so ganz mit leeren Händen. Ja, oder zu Ostern, ich weiß es noch nicht. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool, dass es das bei Action gibt und es ist gar nicht so teuer und ja. Ne? Und sie liebt das halt auch total. Sie mag das total gerne und dann nimmt man das mal mit. Und weil ich ja nicht nur eine Mama habe, sondern auch noch eine Stiefmama und eine Schwiegermama und eine Stiefschwiegermama in Spee, habe ich auch noch so ein bisschen andere Sachen mitgenommen. Zum Beispiel hier von Milka, solche iHeart Milka gefüllten Herzchen mit Milchcreme. Kommt immer gut, wenn man das einfach mal so verschenkt, finde ich. Oder für meine Oma, die wird sich da auch mega drüber freuen. Von daher, ne, man musste sich so ein bisschen was, ja, organisieren, um die nächsten Feierlichkeiten zu füllen. Dann habe ich noch Eierwaffeln mitgenommen. Eierwaffeln mag ich sehr gerne. Die esse ich auch gerne auf der Arbeit einfach mal so zwischendurch oder zum Frühstück. Mag ich einfach. Ja, dann habe ich hier von Patisserie die Aprikosenflappen mitgenommen. Haben wir schon zwei eben von gegessen, weil sie einfach, ja, da waren und weil wir Hunger drauf hatten. Und ja, die waren ganz lecker. Ist einfach mal was anderes als eine Apfel- oder eine Kirschfüllung. Und ja, kann man sich auf jeden Fall mal mitnehmen, finde ich. Ja. Ich stehe sowieso auf holländisches Gebäck. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist quietschsüß und immer sehr merkwürdig vom Geschmack. Also es ist schon was anderes als deutsches Gebäck. Aber ich mag es richtig, richtig gerne. Wirklich. Ich habe auch mal bei einem holländischen Unternehmen gearbeitet, wo ich dann auch in der holländischen Niederlassung war. Und da bin ich dann immer mittags zu diesem mega geilen... Wie hieß das denn nochmal? Alfrisch oder so? Nee, Alfrisch ist, glaube ich, in Deutschland, ne? Aber da bin ich auf jeden Fall dann immer mittags zu diesem Supermarkt gefahren und habe mir diese richtig geilen Kuchen und sowas geholt. Ach, ich stehe auf sowas. Ja, apropos süß, da habe ich auch noch zugeschlagen. Von Haribo gab es diese kleinen Container. Ja, entweder, dass wir die jetzt auf Arbeit essen oder mal so zwischendurch hier. Oder für auf meinem Geburtstag, weil die sind ja eine ganze Weile haltbar. Die sind bis 2020 haltbar. Über ein Jahr, Leute. Das ist einmal hier diese Schlümpfe, habe ich mitgenommen. Dann habe ich die Erdbeeren mitgenommen. Die sind immer super, super geil. Und dann habe ich noch diese, ja, Cherry-Cola-Fläschchen mitgenommen. So sehen die aus. Oh, ich liebe sie, Leute. Das ist ultra geil. Und das ist eine schöne Größe. Das sind halt nicht diese ultra-riesen Container, die du so von Haribo sonst so kennst. Und nicht so diese kleinen Tütchen, sondern es ist schon geil. Richtig geil. Gefühlt jeder in meinem Umfeld ist gerade irgendwie dabei, seine Zukunft zu planen, zu machen, zu tun. Ja, hauptsächlich sind die irgendwie alle gerade schwanger oder haben gerade Babys bekommen. Ja, und dann haben wir noch einen kleinen Neffen für den oder mehrere kleine Neffen haben wir mittlerweile tatsächlich, dem wir auch gerne was zu Ostern oder zum Geburtstag oder so schenken. So, und da habe ich zugeschlagen. Ja, ein bisschen. Und das sind halt Babysachen und ich mag Babysachen. Naja. Auf jeden Fall. Von Avent habe ich Schnulle gekauft für 6 bis 18 Monate und ich fand das Motiv darauf auch ziemlich cool. Ne? Es ist eher eigentlich so für Jungs, aber ja, Sternchen sind immer schön und ja, es ist halt für die Nacht. So ein kleiner Nuki und ne, Avent ist eine gute Marke. Dann habe ich noch Söckchen mitgenommen, einmal in der Größe 68 bis 74. Und hier siehst du einfach, was für unfassbar süße Motive da drauf sind, ne? Und das ist schön. Ach, so ein Panda und gestreift und nochmal das Panda-Gesicht und süß. Kleine Babysöckchen. Dann in der Größe 80 bis 86. Die sind dann etwas schlichter, aber halt auch irgendwie, ne, ganz schön, eher so im Jungen-Stil gehalten. Die anderen Söckchen wären sowohl für Jungs als auch für Mädchen sinnvoll. Sinnvoll, passend. Dann habe ich noch so zwei Folienballons mitgenommen. Einmal It's a Girl, wenn es halt ein Mädchen wird. Wobei die alle irgendwie gefühlt gerade Jungs kriegen. Hier ist so ein Luftballon It's a Boy. Ist auch total, ach, ich finde es herrlich. Ich finde es einfach süß. Da bin ich auch gerne kitschig. Dann habe ich noch so Anziehsets mitgenommen. Einmal ja mit so, also Größe 62 bis 68. Das ist so mit Elefanten drauf und da ist auch ein Lätzchen mit dabei und eine Hose und ach, das ist so niedlich, ne? Also man sieht hier oben ja, was da quasi in diesem Set enthalten ist und ich glaube, sowas kostet 4,99 € und sowas macht sich halt auch echt gut, wenn du das so zum Kindpinkeln oder so mitbringst oder, ne, wenn man das einfach so verschenkt. Ich finde es schön.
in der gleichen Größe, 62, 68, habe ich auch nochmal ein Set mitgenommen. Aber da fand ich einfach diese Mütze so herrlich geil. Genau, das ist das Set. Und da hast du drin ein langes Oberteil, eine Hose und diese süße Mütze. Und da sind dann halt so, ist das Auto? Ja, ein Auto ist da drauf oder mehrere Autos. Und da steht halt, let's go, beep, beep. Let's go, beep, beep. Ich finde es niedlich. Ja. So, dann durften auch noch Babyschüchen mit in der Größe 18 bis 19. Ne, die fand ich einfach total cool. Auch wieder in dieser Elefantenoptik habe ich so Lätzchen mitgenommen. Ja, das ist ne, einfach so Schlapperlätzchen, die kannst du immer gebrauchen. Und die sind einfach niedlich. Und hier hinten siehst du das dann auch nochmal, wie es aussieht. Und dann, ja. Ach, das ist einfach süß mit den Elefanten da drauf. Dann habe ich nochmal so Bandanas mitgenommen, so Schlabberlätzchen einfach. Oh yeah, I'm cool ist auf dem einen drauf, das ist so mintgrün. Dann hast du darunter so ein gestreiftes und hier unten einfach eins mit Sternchen. Ach, süß sowas. Ach, so Babysachen hole ich mir immer gerne. Und, oder hole ich halt zum Verschenken sehr gerne. Dann auch so diese Schlabberlätzchen in diesem Let's go, beep, beep. Genau, da hast du einmal das hier, dann hast du hier einfach gestreift und... Beim dritten hast du dann ganz viele Autos, verschiedene. Und Bip Bip steht da überall drauf. Und Let's Go. Ach, total super. Und ja, hinten kannst du das dann ganz einfach mit so Druckknöpfen schließen. Praktisch. Dann habe ich einen Baby-Pyjama mitgenommen in der Größe 74-80. Genau, da steht drauf, yes, follow your dream. Mega, oder? Das ist einfach eine coole Aussage, gefällt mir. Ist auch 100% Baumwolle, also die Babysachen von Action finde ich wirklich, wirklich toll. Genau, und dann habe ich nochmal so Schlabberlätzchen für ein Mädchen mitgenommen. ja, ne, Mini Princess steht auf dem einen, das andere ist halt so rosa mit weißen Punkten. So sehen die dann aus. Ah, so herrlich sowas. Ach, Babysachen sind toll. Ja, und dann noch zwei Karten. Einmal A New Little Baby Girl, so eine Babykarte. Und Hello Baby Boy. So, als ich das dann geschafft habe, aus der Babyecke rauszukommen, habe ich mir dann noch so ein paar Postkarten geholt. Das sind 12 Stück. Das heißt, jede von denen, die jetzt hier abgebildet ist, sieht man, ist dann quasi zweimal da drin. Shine bright like a diamond, enjoy, congratulations. Dann so eine Katze, die sich da einfach ein bisschen freut, ihres Lebens. Dann so ein Papierflieger. Und hier hast du so Schmetterlinge und die fand ich eigentlich am schönsten. Ja, ne? Kann man immer gut verwenden. Ich mag sowas. Mein, sagen wir mal, Stiefpapa, also der Mann von meiner Mama, wird 60 nächste Woche. Und da brauchte ich noch eine Geburtstagskarte. War gar nicht so einfach, was zu finden, ne? Also Frauenkarten findest du da ohne Ende, aber Männerkarten. Und da habe ich die einfach mitgenommen. Fliege trägt er sehr gerne. Ich glaube, sogar zur Hochzeit hat er eine Fliege getragen. Das passt auch sehr gut, denn er ist Bartträger. Und ja, Beautiful Sunglasses ist doch immer ganz praktisch, denn er fährt Motorrad, dann macht das auch Sinn. Ja, die Karte fand ich einfach passend und cool und die durfte mit. Ein bisschen Basteldeko habe ich auch noch mitgenommen. Da habe ich hier solche Blumen mitgenommen, die sind halt ein bisschen flacher, ne? Das fand ich auch sehr, sehr praktisch, sehr, sehr schön. Und ja, die kannst du dann auch, ich glaube genau, die haben ja auch so Stiele hinten dran, die sieht man jetzt nicht, aber die kann man auch so richtig drum zuwickeln, wenn man jetzt zum Beispiel... solches Kräuselband hat, dann kann man um dieses Kräuselband rum zu diese Blumen wickeln und das sieht dann einfach schön aus. Das mag ich richtig gerne. Deswegen habe ich die gleichen Blumen auch nochmal in weiß mitgenommen. So sehen die aus. Ich finde die auch echt hübsch, ne? Also, dass die auch so flach sind, gefallen mir auch echt gut. Dann durften noch so Stoffblumen mit. Flower Ornaments, 6 Stück sind da drin. Ja, die fand ich auch echt schön. Waren einfach schön. Genau, dann habe ich hier noch so ein... ja, eine ganze Sammlung an Blumen. Ich glaube, die haben alle auch irgendwie diese Stiele dran oder halt nicht. Doch, das sieht eigentlich so aus. Genau, und das ist halt so in so einem Hellgelb und in Rosa gehalten. Und sowas verwende ich ja nicht nur gerne für Tauschpakete, sondern auch, wenn ich einfach in meinem Real Life, in meinem normalen Leben, Geschenke verpacke und alles einfach schön einpacken möchte. Dann habe ich hier nochmal so Blumen mitgenommen, die halt hinten auch wieder diesen Draht dran haben. Kann man auch schön drum zuwickeln. Die waren auch hübsch. So viel Deko, Bastelzeug. Dann habe ich in 2 Farben solche Mini-Blumen mitgenommen. Einmal in Weinrot und einmal in so einem, ja, Pastellgelb, würde ich fast schon sagen.
Und dann durften noch mit so Metallaufkleber, die finde ich mega schön, hatte ich letztes Mal im Herbst auch gekauft. Einmal mit so Schmetterlingen, die sind auch halt so 3D, ne? Die sind so uneben, das mag ich auch richtig gerne. Und dann auch nochmal mit Blumen, die sind auch mega geil. Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, nächsten Monat werde ich 30, da gibt es hier eine Party, da habe ich ein bisschen was für eingekauft. Einmal hier Spiraldeko, das sind so 4 Girlanden, die du so ja, runterhängen lassen kannst, ne? So, Spiralen halt. Dann, das hier sind 4 verschiedene bunte Fächer, die du so auffächern kannst. Und das sieht dann echt cool aus, finde ich. Auch so girlandenmäßig. Das hier sind auch wieder Girlanden, die du so hängen kannst. Dann habe ich noch so Honey Bomb, also so wirklich 3D-Ballons mitgenommen. Das sind 2 Stück in Gelb, einen großen und einen kleinen habe ich hier drin. Die sind ganz schön groß, ne? Der eine ist 30 cm, der andere ist 20 cm. Das wird schon cool. Dann habe ich auch noch solche Honeycombs heißen nicht Honey Bombs. Solche runden Viecher mitgenommen, einmal in Pink und einmal in Weiß. Und last but not least, für die Party habe ich einfach einen Aufhänger Party mitgenommen. Dass auch jeder weiß, hey, hier ist eine Party, Leute. Das kommt dann wahrscheinlich auf die Terrasse und die sollen riesig sein. Also ein Buchstabe ist 40 cm hoch und das Ganze ist 3 Meter lang. Also ich bin gespannt, wo ich das hinpacken kann. Es ist aber riesig. Also wenn ich das alles hier dekoriert habe, mache ich euch auch mal ein Foto, wie das aussieht. Aber es dauert ja noch. Ende Mai werde ich ja erst 30. Ja. Das war die erste Tüte. Kommen wir zur zweiten. Ich habe so ein bisschen was für Sammy entdeckt, sagen wir ein bisschen mehr. Da habe ich einmal Lucky Bites Chicken Roll Large mitgenommen. Und ich denke, darüber wird er sich extrem freuen. Deswegen hat er auch eben die ganze Zeit schon an meinen ganzen Tüten geschnüffelt und fand das mega interessant. Dann habe ich hier von Vitakraft Filet und das ist einfach Lachsfilet und das ist richtig weich. Ne? Das ist, ich weiß nicht, ja, als würdest du das, also ich weiß nicht, wenn man sowas kauft, ne, so ganz normal Lachs. Ich glaube, das ist auch ganz normaler Lachs, einfach nur so ein bisschen trocken gemacht, aber ja, ne, fand ich interessant, durfte mit. Und dann habe ich noch ein bisschen mehr bei dieser Marke Lucky Bites geshoppt, und zwar einmal Hähnchensteakfilets, dann Steakfilets, ich denke, das ist dann irgendwie with chicken and fish. Okay, also mit Huhn und Fisch ist das. Und ja, einfach Entenfiletstückchen. Und die fühlen sich alle sehr weich, sehr soft an. Da bin ich auch mal gespannt. Das sind dann halt nicht so Kausachen, sondern einfach so ein bisschen Genusssachen. Vielleicht so ein bisschen etwas, was ich ihm geben kann, bevor wir alle ins Bett gehen oder so. Dann kriegt er meistens noch ein Leckerli von mir und dann gehen wir alle schlafen. So, dann war ich jetzt noch so ein bisschen in dem Beauty-Kosmetik-Bereich. Da habe ich erstmal so Ohrenstäbchen mitgenommen. Das sind einfach so, ja, Baby-Ohrstäbchen, aber die benutzen wir halt auch für uns sehr, sehr gerne, weil die sind halt hier oben etwas dicker und da gehst du dir dann nicht leider, ja, vielleicht aus Versehen mal zu tief ins Ohr. Dann habe ich gesehen, dass die von L'Oréal Elvital die Ölmagique Balsammaske mit drin hatten. Ich weiß, ich habe aktuell ganz schön viele Masken bei mir. Vielleicht wandert die ein oder andere auch mal weiter, aber die war jetzt auch mit drin, ne? Die war da und sie wurde gekauft und oh, die riecht einfach geil. Die riecht richtig geil. Die sieht relativ matschig aus, ist aber so cool vom Geruch. Oh, richtig schön erwachsen und ah, gefällt mir. Dann durften noch 2 Deos mit. Einmal von Rexona Motion Sense Linen Dry, Dry and Fresh Anti-Transpirant Anti-Paris-Prunt Deo. Schlag mich tot. Ne? Und von Nivea Pearl & Beauty Quick Dry. Da steht ja immer drauf, 48 Stunden Schutz. Leute, glaubt es nicht. Bitte. Warum schreiben die Hersteller sowas drauf? Es stimmt meistens nicht. Und dann hast du im Zug oder im Bus jemanden neben dir stehen, der die Arme hebt und du denkst dir, der hat vor 2 Tagen dieses Deo benutzt und denkt, es hält noch. Naja. Dann habe ich noch so Hitzepads mitgenommen, denn wir haben oft das Problem, dass wir mal Rückenschmerzen haben, weil wir haben halt beide einen Bürojob oder ja, ne, einfach mal so
Man braucht Wärme an einer gewissen Stelle. Da habe ich die Marke Life Care entdeckt. Die gibt es dort bei Action. Das hier ist einmal so ein, ja, so zwei Hitzepads. Die sind ein bisschen dicker. Dann habe ich hier so zwei Pflaster gefunden. Einmal, was du halt auch genau wie das eben punktuell anwenden kannst. Aber das kannst du halt anwenden und das ist dünn, es ist dann unsichtbar. Vielleicht auch mal eine ganz gute Geschichte, wenn man unterwegs ist oder so und das dann drauf macht. Ne? Das ist immer ganz schön. Und dann halt noch zwei Stück, die für den unteren Rückenbereich sind. Ja, braucht man halt. Dann habe ich noch mitgenommen so Badezusätze, die ich einfach schön fand, weil es ist einfach so, dass ich gerne auch in der Familie was weiterschenke und die meisten Leute bei uns in der Familie haben eine Badewanne und baden auch gerne. Da habe ich einmal Big Hug mitgenommen und das ist einfach mit so niedlichen Bärchen drauf, das finde ich total schön. Und das ist mit Vanille und Honigextrakt und pflegendem Macadamiaöl. Ja. Dann habe ich Good Luck mitgenommen. Das ist mit diesem Glücksklee drauf und das soll tatsächlich mit Glücksklee und Sternfruchtextrakt sein. Und ja, keine Ahnung, soll dann vielleicht ein bisschen Klee erdig riechen, ich weiß es nicht. Und dann habe ich noch You Are The Best mitgenommen, das ist mit so einem süßen Teddybären und das ist sehr, sehr süß, das ist fruchtig süß mit Himbeerextrakt und Cranberryöl. Ja, das kannst du auch mal in so eine Klappkarte einfach mit reinmachen und dann verschenken. Finde ich auch immer eine ganz gute Sache. Dann habe ich noch ein paar Gesichtsmasken mitgenommen, die alle im Doppelpack. Da habe ich einmal eine Clay Sheet Mask mitgenommen. Das ist die hier, die ist zweigeteilt und die ist mit Kaolin. Und das finde ich total interessant, also mit Kaolin-Lehm. Die ist dann grün, wird getestet. Dann habe ich hier noch eine Leopardmaske mitgenommen. Die fand ich auch einfach süß, wenn man als Leopard durch die Gegend rennt. Die soll die Poren reinigen und Schmutz und Öl wegmachen und einfach dann in dem Sinne ja erfrischen. Auf die bin ich ganz besonders gespannt, wie sie vor allem aussieht, wenn ich sie drauf habe. So eine geile Alpaka-Maske. Und die soll einfach die Elastizität der Haut wiederherstellen und die Gesicht so ein bisschen auf das Gesicht aufpolstern. Ein Alpaka, Leute. So geil. In einem Tauschpaket hatte ich diese Maske von Fructis Garnier drin. Das hatte mir die liebe Mrs. Rosa Roth nämlich reingepackt. Das ist so eine Zwei-Phasen-Maske. Fand ich ganz cool. Also, ne, und die war jetzt da irgendwie für 99 Cent oder so. Dann habe ich die einfach mal mitgenommen, entweder für mich selber oder zum Verschenken. Und ja, fand ich eigentlich ganz interessant. Dann habe ich was ganz Verrücktes entdeckt. Leute, guckt euch das mal an. Was ist das? Das sah einfach cool aus, oder? Das kannst du sowohl warm als auch kalt verwenden und es ist einfach ein Gesicht. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt durchsieht, aber es ist ein Gesicht. Das lässt sich gerade nicht rausnehmen, aber es ist halt so ein, ja, da sind so Gelkörnchen drin und ja, das kannst du entweder in den Kühlschrank machen und dir dann als kühlende Maske auflegen und das hat hier hinten auch so Bänder, dass du das richtig am Kopf fixieren kannst. Oder du machst es halt wirklich warm im Wasserbad und hast dann eine wärmende Gesichtsmaske. Also da bin ich ganz gespannt drauf, wie das funktioniert. Das ist echt wahnsinnig witzig. Ah, kühl und trocken aufbewahren. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung, bewahren Sie diese Verpackung auf. Alles klar. Kalte Anwendung. Ca. 60 Minuten in den Kühlschrank oder ca. 30 Minuten in den Gefrierschrank legen. Warme Anwendung. Ca. 20 Minuten in warmes, nicht kochendes Wasser oder höchstens 15 Sekunden lang in die Mikrowelle legen. Ach, guck an. Ja, ne? Das sah einfach geil aus. Musste mit. Die haben da ja auch manchmal echt verrückte Sachen. Und dann habe ich was gefunden, was ich super interessant finde. Und zwar ist es eine Maskenwoche. Das ist 7 Tage. Halt genauso, wie ich das immer mit euch zusammen mache. Ne? Ich versuche ja auch immer, dass ich dann die Masken aufeinander abstimme, dass die Haut dann auch nicht irritiert ist oder so. Und jetzt kannst du bei Action tatsächlich so ein Maskenset kaufen für 7 Tage. Da stehen auch die Tage drauf. Also das hört sich doch richtig geil an, Leute. Ach, das finde ich cool. 7-Day Smoothie Face Masks. Ja, und weil ja bald Muttertag ist, habe ich da auch noch was entdeckt, was irgendwie auch nur 5 Euro oder so gekostet hat, ich weiß es nicht. Und das ist so eine Art Kalender. Da sind 5 Sachen drin. Mommy, you are the best. 10 beauty treasures with reasons why you are the best mom in the world. Mega geil. Den werde ich in einem separaten Video auch mal mit euch zusammen aufmachen.
Richtig, richtig cool. Also hier unten siehst du dann auch so eine kleine Sneak Peek, was da drin sein könnte. Hinten drauf steht auch nochmal, was drin ist. Also den Kalender werde ich, Kalender ist gut, dieses Produkt werde ich mal mit euch zusammen aufmachen. Ja, und jetzt kommen wir zu den letzten Produkten. Und zwar habe ich vor, beziehungsweise wenn ihr dieses Video seht, habe ich das bereits gedreht, ein Full-Face-Action-Make-up zu schminken. Und da habe ich ein bisschen zugeschlagen. Also, ich habe erstmal von Max & More so ein, eine Make-up-Base, ein Face-Primer, so steht es hier drauf. Und der ist hydratisierend, also feuchtigkeitsspendend. Dann habe ich mir auch mitgenommen einen Augenbrauenstift. Und ich glaube, das war der letzte in der Farbe Blond, den ich finden konnte. Erinnert mich auch tatsächlich ein bisschen an meinen Catrice, den ich jetzt aktuell verwende. Bin aber wirklich gespannt, wie die Farbe ist. Und hier oben hast du tatsächlich auch direkt so einen Anspitzer mit dabei. Hier unten einen Spoolie. Und da bin ich echt gespannt. Dann habe ich sogar einen Make-up-Sponge gefunden. So sieht er aus. Er ist schwarz, er hat eine Taille, er erinnert mich ein bisschen an den von Catrice, den es mal gab. Dann habe ich, ich habe so viele Paletten gefunden, aber ich habe dann wirklich nur ein paar mitgenommen. Really Truly Gorgeous Eyes, eine Eyeshadow-Palette in so einer Holo-Optik. Die sieht auch wahnsinnig cool aus, ne? Und die Farben da drin, die fand ich cool. Die fand ich richtig cool. Ne, das sind halt diese klassischen Rot- und Brauntöne, die es jetzt aktuell so gibt, aber ich bin gespannt und da ist sogar ein Spiegel mit drin. Es ist der Wahnsinn, Leute, ne? Dann habe ich diesen Aufsteller gesehen, da gab es tatsächlich einen ganzen Aufsteller von. Da konntest du eine Lidschattenpalette, eine Lippenpalette, eine Facepalette, alles hättest du nehmen können. Aber ich wollte doch das Ganze so ein bisschen durchmixen und habe dann deswegen nur die Five Color Palette Concealer Bronzer mitgenommen. Also das sind halt in dem Sinne cremige Töne, genau. Und es ist noch zu. Es ist halt so eine, also es erinnert mich ein bisschen an Urban Decay von der Verpackung her, ne? Weil es halt auch wirklich so ein Metall ist. Na. Und da hast du auch wieder so einen großen Spiegel dabei, dann die verschiedenen Concealer-Töne und halt alles cremige Texturen, ne? Und ja, kannst du dann wahrscheinlich auch als Bronzer, nee, die beiden sind, sind Pudertöne tatsächlich. Dann kann man das wahrscheinlich auch als Bronzer verwenden, aber da habe ich auch wieder was anderes. Ich habe so zugeschlagen. Eine Foundation habe ich auch noch mitgenommen. Das war die letzte helle, die ich finden konnte. Die anderen waren irgendwie mega dunkel. Das war nicht meine Farbe. Hier habe ich jetzt Soft Rose mitgenommen. Ich weiß nicht. Ich habe ja eigentlich nicht Soft Rose als Farbton meiner Haut. Aber vielleicht passt es ja. Mal gucken. Wird ausgetestet. Genauso wie diese Palette. Das ist eine Shape and Blush Palette. Da hast du Blush-Töne. Meiner Meinung nach auch Bronzing-Töne hier unten. Ne? Und ja, also richtig, richtig cool. Da lasse ich mich echt mal überraschen, wie das so wird. Auch eine Eyeshadow Primer Base Hydrating Prime and Boost habe ich mitgenommen. Halt passend zu dem Primer, den ich auch habe. Ich habe gar keine Eyeshadow Base und das ist halt quasi die erste, die ich so habe. Wollte ich dann mal ausprobieren. Dann habe ich noch eine Lippenpalette gefunden. Und das ist die It's Time for Nude Kiss My Perfect Nude Lips Palette. Da hast du ja eine richtig krasse Farbrange, beziehungsweise verschiedene Töne. So mega unterschiedlich sind die Töne jetzt nicht zueinander. Und das sieht so aus. Oh geil, guck mal. Das ist auch wieder eine komplette, das kannst du sogar komplett zumachen. Kannst du so als Stiftebox nachher verwenden. Kiss My Perfect Nude Lips. Mega. Dann habe ich auch noch so ein Mineralpuder mitgenommen. Da habe ich gar nicht gesehen, ob es da irgendwie verschiedene Farben gibt oder so. Ja, das ist halt ein loses Puder. Das wollte ich auch dann ausprobieren. Und das letzte, was ich mitgenommen habe, ist so eine komplette Make-up-Palette. La Vita e Bella Venice Beauty Complete Make-up-Palette. So sieht das aus. Und da ist drin ein Highlighter, 6 Lidschattenfarben, eine Mascara und ein Augenstift, Kajal, Eyeliner, was auch immer. Ich muss mal gucken, wie das von der Textur her ist. Und da bin ich echt gespannt, wie das alles so performt. Also heute, wo ich jetzt drehe, ist Samstag und morgen am Sonntag werde ich das nämlich austesten. Ich bin super gespannt, weil das ist echt super günstiges Make-up gewesen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das dann auf meinem Gesicht verhält. Ja, ihr Lieben, das war mein Action-Haul, ne? Also 2 große Tüten voll. Ich finde, das hat jetzt auch echt gereicht. Das, ich rede und rede und dieser Haul ist, glaube ich, auch Ewigkeiten lang. Es tut mir leid. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls, die ich so gedreht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!